Wir fahren ja gerade mit der Gross der Bahn, sind hier in Madonna del Campino, brennt der Dolomiten. Oben wartet schon Benny, Oliver, was noch, Matthias? Ralf. Und hier in der Kabine hockt, die hockt doch gar nicht. Was? Hier noch Team Melli und der Flo. Ja. Und der doofe Kai? Ja, wir machen jetzt hier 4 Tage lang Brenta-Durchquerung, Via del Pochette. Ich dachte, wir machen die Watzmann-Überschreitung. Nee, also wir gehen hier Brenta-Durchquerung und das sind 4 Tage Klettersteigen mit Hütten und so. Sind wir sehr gespannt jetzt. Viel Spaß. Jetzt sind wir hier oben auf der Bergstation, Groste. Noch den Ralf und den Benny. Matthias, wann gehen wir mal wieder auf den 4000er? Ist der Ostern. Servus. Wir trafen uns an der Groste Bergstation und wanderten blind in den Nebel hinein. Es wurde schnell sehr kalt und die Nebelschwaden gaben nur manchmal etwas Sicht frei. Wie ein steinernes Meer wirkte das Plateau aus glattem Fels. Der Einstieg an Klettersteig. Schon ein bisschen Angst, oder? Ist ja, ich hasse Puppert schon. Ja, AB. Geht gleich zur Sache. Der erste Klettersteig-Auftakt. Schon über 2800 Meter in den Wolken folgten wir dem Drahtseil, das so manche B-Stelle bot. Schon jetzt waren die hohen Säulen und Dolomitwände eindrucksvoll und mächtig. Das geduckte Schleichen entlang der Bänder im Fels ist typisch für diese Tour. Nach dem Klettersteig folgte ein langer Abstieg zur Tuckett-Hütte. Die Wolken gaben so manche faszinierende Felspfeiler frei.
Pünktlich zum Abendessen erreichten wir die vom Nebel umhüllte Refugio Tuget. Diese war so voll, dass wir kaum einen Platz am Tisch hatten.